Ich begrüße euch herzlichst zu einer weiteren Folge Let's Play World of Warcraft Burning Crusade bei unserem Klassenprojekt. Wieder mal dabei der gute Seltas. Wir sind schon Stufe 9 und ja, yes. Wir haben jetzt eben vorhin noch schnell die Kopftücher eingesammelt, weil das da drüben einfach ewig lang geht und da werde ich sehr, sehr allergisch. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir hier einfach mal, ohne viel herumzureden. Hier haben wir einen Nachtelf, der gerade verkloppt wird. Lassen wir ihn sterben? Kann er sich heilen? Lassen wir ihn sterben? Ich meine, das wäre ein echt lustiges... Das wäre ein lustiger Anfang der Folge. Also, ich habe ein zu gutes Herz, ich kann es nicht... Ah, komm, okay. Ich kann es nicht übers Herz bringen. Jetzt stehe ich blöd da, Seltas. Das war schon wieder mal echt ein Five-Head-Move. So. Ey, ohne Scheiß, ich war aber auch so während der Levelzeit in Classic, ich war immer der dann, wenn irgendwelche Probleme hatten, dass ich immer noch mit reingelaufen bin und irgendwie fast noch mit da, dann draufgegangen bin und sowas. Ja, also. Ich muss sagen, ich habe da so ein gebrochenes Herz, ja, also man hat mich vor geraumer Zeit in der Vergangenheit immer wieder einfach sterben lassen und das ist halt was ich halt mit mir trage, ja, also das ist, ja. Schau, ich könnte den zum Beispiel jetzt einfach die Truhe wegplündern, weil er gerade Infight ist. Ja, da ist wiederum dann mein der Goldmaker in mir zu greedy, deswegen loote das schnell. Das ist eine gute Ausrede eigentlich für alles. Ja, da ist der Goldmaker, ich nehme jetzt mal das legitim weg. Alles gut. Oh, nee, schön. Gut, dann haben wir das mal abgegeben, wir werden in der Folge viel abgeben und werden dann unser Ziel erreichen, eventuell Stufe 10. Für viele, die das jetzt mittlerweile noch nicht mitbekommen haben. Ja, ich habe hier so dieses Burning Crusade Klassenprojekt, wo wir uns einfach mal die Klassen von 1 bis 10 anschauen. Das liegt halt daran, dass man zum einen ein schönes Format hat. Zum Beispiel habe ich ja jetzt hier den guten Seltas, mit dem man natürlich auch einige spannende Themen besprechen kann. Mhm. Ich habe das ja begonnen alleine, wo ich einfach nur meinen Blutelf hochgelevelt habe und mehr diesen RP-Aspekt beachtet habe. Und das kann man halt dann gut als Videoformat nutzen, indem man einfach sich mal austobt, bisschen schnackt. Ja, bei meinem ersten, also bei der ersten Folge beziehungsweise ersten Reihe mit dem Jäger habe ich natürlich versucht, auch so ein bisschen mehr, ja, dann auch den Jäger zu thematisieren und ein bisschen drüber zu sprechen, alleine eben. Aber das ist halt immer so, dass man hier auch Gäste einladen kann und ich generell ein Freund bin von Kooperationen mit anderen YouTubern. Ich finde das generell noch immer so Classic-YouTube-mäßig. Wir haben hier unseren Kanal und das ist unser eigener Channel, wo wir unseren Stuff wie in einem Fernseher, wie in einer Fernsehsendung ausstrahlen dürfen. Und warum lachst du? Ich bin im Fernsehen, hi! ja, und ich finde es halt einfach entspannt, hier beispielsweise den Zeltas hier dabei zu haben. Und ja, jetzt habe ich dich lange genug hier, ja, verbal ein bisschen gestreichelt. Jetzt du Hund, jetzt müsste ich eigentlich genau. Ausgleichen. Erstmal ein bisschen beleidigen hier. Nee, ey, bei dir finde ich das halt auch krass auf dem Kanal, so dass du halt auch immer wieder was mit anderen machst. So, ne? Also bei mir ist das ja sehr rar gesät. Ja, ich muss auch dazu sagen, jetzt eine lange Zeit kam nichts mehr. Allerdings, wenn ihr Vorschläge habt, ich nehme immer gerne ins nächste Klassenprojekt auch jemanden dazu. Man muss halt einfach mal ein bisschen Vorschläge machen, mir schwebt auch was vor. Bei mir ist es halt eben wirklich so, ich habe mit Bro Studios einfach viel gemacht, weil wir den ganzen Stuff halt auch angefangen haben zusammen, mehr oder weniger, beziehungsweise auch so ein bisschen WoW-Comedy und nicht immer nur, ja, wie soll man das jetzt diplomatisch ausdrücken? Ja, entweder so ein Let's Play oder PvP-Dings oder sowas, ich weiß, was du meinst. Ja, einfach nicht immer so den gleichen rausbringen, sondern auch mal ein bisschen. Nee, ist so. Ist ja komplett legitim so. Warte, wo musst du hin jetzt da im Süden? Okay. Ich bin jetzt gerade dir nachgelaufen. Ich find's, also. Was ist zum Beispiel, das würde mich jetzt mal gerade vorher interessieren, so, was war so für dich so die Lieblingszeit, so WoW-YouTube-mäßig? Wo hast du so bisher so die besten Erfahrungen mitgemacht? Welche Expansion oder sowas? Sorry für mein Räuspern, es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, also ich bin kein Raucher an der Stelle, also Ex-Raucher, aber es ist wirklich sehr, also mein Hals, meine Lieblingszeit war auf jeden Fall 2016, also WoD. Jetzt könnte man meinen, also, ist noch alles gut bei dir, aber man muss halt sagen, ich habe das schon thematisiert, bei mir ist nicht immer das Add-on das Ausschlaggebende, sondern es geht bei mir dann meist auch darum,
ja, wie die Zeit so ist. Ich habe zu der Zeit Bro Studios kennengelernt. Wir hatten da sehr viele Videos auch gemacht zusammen. Also eine echt geile Zeit. Hab dann auch immer mehr Videos gemacht und bin halt zu den Videocutten und Videos schneiden gekommen, halt eben. Also Videos machen, createn. Und das ist für mich VOD gewesen tatsächlich. Und da habe ich dann begonnen, mit meinem Paladin viel PvP zu spielen. Also habe dann auch also ein höheres Rating und so angestrebt, was ja momentan bei mir nicht der Fall ist. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sagen muss, das war für mich so die Zeit. Ah, ich zieh mal dieses rote Hemd. Ach, scheiß auf den Kürbis. Das war diese Zeit für mich eben, wo alles so ein bisschen YouTube-technisch erst losging, wo ich dann merkte, okay, krass, man kann hier echt einfach sich ausleben. Und es ist so, dass nicht nur der YouTuber um die Ecke mit seinen 100.000 Views hier auf YouTube Spaß haben kann, sondern jeder kann das irgendwie in die Hand nehmen, von dem Kinderzimmer aus einfach irgendeinen Blödsinn hochladen. Und das war für mich persönlich so, dass ich dann halt mehr in diese Comedy-Richtung ging. Das war ja auch von Bro Studios sehr geprägt, weil ich halt irgendwie auch so auf diesen, ich hatte halt auch diesen Wortwitz, wo ich mir dachte so, ja geil, irgendwie habe ich Bock drauf einfach. Und heute ist es ein bisschen anders, wo ich mir so denke, ich nutze das auch sehr als Substitution. Also ich spiele halt dann WoW, nehme zum Beispiel eine Battleground-Folge auf, weiß jetzt auch, dass ich nicht der beste Spieler so bin, aber mir geht es halt rein darum, dass ich halt hier das einfach machen kann, so wie ich möchte. Und ja, das sage ich schon dazu, das war für mich persönlich VOD, ja. Ja, kann, das finde ich halt richtig witzig, ne? Weil bei mir war es halt auch VOD. Also so, wo ich auch mit YouTube so in etwa angefangen habe und so die interessantere Zeit für mich in WoW war halt auch während Worlds of Draenor, weil es halt so Goldmaking-mäßig halt Spaß gemacht hat, sag ich mal. Weißt du? Da hatte man was zu erzählen, die Sachen, die man da machen konnte, waren super interessant und das war noch so die Zeit, wo so die ganzen anderen. Ich habe ja angefangen mit Goldguides im Prinzip und damals waren halt alle Goldguides ultra scheiße, vor allem aus dem englischsprachigen Raum. Vor allem meine. Also. Aber hat man sich kennengelernt, oder? So ein bisschen, meine ich zumindest. Ich glaube auch. Also, ich weiß nicht, ob ich nicht vorher bei dir in den Kommentaren gespammt habe oder andersrum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, du warst auf jeden Fall noch so in den Startlöchern. Da war es bei mir schon ein bisschen views-technisch, sagen wir jetzt einfach mal. Ging es eigentlich schon recht gut und bei dir hat man gesehen, okay, das ist jetzt jemand, der hat Motivation, der hat Bock, der ist dabei, der ist am Start. Das war so die Zeit. Bei dir war immer krass, Alter. Bei dir fand ich immer, also ich fand Doom Bros Studios, ey, so deutsch, also im deutschen, deutschsprachigen Raum, man hat euch einfach gekannt, so, das fand ich halt immer krass. Also, aber das Ding ist halt auch, ne, man hat halt Videos über WoW gemacht und dann innerhalb von WoW halt Videos über eine Nische, so mit Goldmaking, weißt du? Ja. Das hat halt nie krass so Views gegeben und keine Ahnung was. Aber es hat halt trotzdem am meisten Spaß gemacht, weil so WoW da am meisten hergegeben hat. Du hattest halt wirklich, man konnte so viel über Goldmaking erzählen, und das war krass. Der Hype war auch da, also die Leute, die hatten halt noch Bock. Das ist jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen übersättigt alles. Also es gibt ja immer wieder Leute, die sagen auch, Let's Plays sind übersättigt und so. Und da bin ich aber der Meinung, dass das halt gar nicht mal so wichtig ist, ob beispielsweise jetzt ein Let's Play übersättigt ist, weil demnach müsstest du eigentlich einiges aufhören. Und das spricht bei mir so dieses Credo zu sagen, ja, das und das ist übersättigt. Wenn ich Bock drauf habe, so, dann denke ich, findet sich eine, auch wenn nur kleinere Zuschauerschaft, die da einfach Bock drauf hat, dann haben da mehr Leute drauf Bock, nicht nur ich, und dann ist auch alles gut. Vor allem, ich sag's dir, 90% der Videos macht der eigene Charakter aus. Also 10% ist vielleicht okay, vielleicht nicht 90%, aber lass es so 60-40 sein, 70-30, der eigene Charakter. Mhm. Der Rest ist Qualität beim Aufnehmen oder vielleicht das Thema, was man behandelt, aber du kannst halt über das interessanteste Thema der Welt reden, wenn du halt du nicht weißt, wie du vom Mike reden willst oder man hat selbst einfach nichts zu erzählen, dann ist halt problematisch so. Ja. Und deswegen fand ich das halt bei euch umso krasser, weil bei Bro Studios und dir, ihr seid halt voll davor gestochen. So, weißt du, von den ganzen anderen Leuten, die irgendwie das tausendste Let's Play über WoW gemacht haben. Ja, das Ding ist, es war ja auch damals so, also 2017 hatte ich ja einen schon echt krassen Hype. Also ich glaube, irgendwann dann mal so war das, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe mal so ein Video gemacht, was ich an WoW gern habe. Und
hatte ich halt so 3000 Abos, aber immer so 10.000 Aufrufe. Und das war gerade so die Zeit, wo mich halt auch in WoW auch echt viele Leute erkannt haben. Nur man muss auch dazu sagen, bei mir war das nie so wirklich wichtig. Ja? Also ich hatte wirklich eine krasse Hype-Phase und vor allem auch mit Bro Studios zusammen haben wir halt beide sehr viel Comedy gemacht und das war halt eher so, dass ich halt 17 Jahre alt noch war und da viele dachten jetzt so, okay, der will jetzt mit WoW da komplett durchstarten. Und ich weiß auch im Nachhinein, es hat viele Videos gegeben, wo ich wusste, okay, wenn ich das jetzt raushau, das geht halt wieder ab. Aber irgendwann wusste ich, okay, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe auch eine Zeit lang wirklich eine Pipeline von bis zu, ich sage jetzt einfach mal, 20 Videos gehabt, wo ich wusste, darauf habe ich Bock und das geht ab. Und das war die geilste Zeit, weil ich wusste, okay, ich habe hier Videos in der Pipeline, die ich machen möchte, die gut ankommen werden und darauf habe ich Bock. Und irgendwann war das halt so, man entwickelt sich natürlich auch weiter und Bro Studios war immer schon sehr in dieser Comedy-Schiene auch, also hat immer sehr viel Comedy gebracht und kann das halt auch wirklich sehr gut. Ich bin da halt mehr oder minder so reingerutscht, ja, und hatte dann auch ein paar Videos, die sehr gut und aber auch schlecht ankamen. Aber es war bei mir nie so, das war eigentlich nie mein Ziel, ja, also da jetzt so Comedy-Videos zum Beispiel zu machen. Und das finde ich halt an YouTube an sich ziemlich cool, dass du halt einfach dann auch, es ergeben sich so viele Sachen. Du beginnst damit und dann auf einmal machst du das sechste Comedy-Video und das kommt geil an und du denkst dir so, du bist der langweiligste Mensch auf Erden, so wenn du das jetzt in Relation mit deinen Videos setzt und ja. Aber ey, ich kann das, wo du das mit der Pipeline da angesprochen hast, dass du so und so viele Videos machen könntest, ey, das habe ich gerade so gefühlt, ne? Weil ohne Scheiß, ey, am Anfang, also das ist ja im Prinzip so wie zwei Seiten von einer Münze. Am Anfang hätte ich über jeden Scheiß einen Goldguide machen können, ne? Aber, und das Problem ist, bei mir war es dann aber so, dann hat mir Blizzard Steine in den Weg gelegt, weil die wirklich alles und jeden Farmspot und so genervt haben. Das haben wir auch schon mal thematisiert in einem Video. Falls es jemanden interessiert, da haben wir so ein bisschen diese Fun-Police von Blizzard, das werde ich jetzt in die Infocard packen, thematisiert. Und da muss ich dir persönlich auch zustimmen. Also wir kommen jetzt ja, by the way, auch Level 10 hier, beziehungsweise du bist schon Level 10, GZ. ja, aber wir können da gerne noch eine Quest oder so machen. Oder zumindest nochmal jetzt 10 Minuten noch ein bisschen sprechen, weil wir gerade so im Flow drin sind. Also gerade was YouTube angeht, hatte ich einen sehr großen Hype und viele haben das immer so ein bisschen damit verstanden oder beziehungsweise so verstanden, dass ich jetzt auf YouTube durchstarte. Aber ich muss ehrlich sein, ich hatte nie wirklich das Interesse und bin da ziemlich krass reingerutscht. Also es ging ordentlich los. Ich war am Anfang natürlich schon sehr heiß drauf, dass meine Videos auch geklickt werden, so wie jeder. Das möchte ich jetzt auch gar nicht abstreiten. Aber ab einem gewissen Punkt wollten halt dann Leute von mir, dass ich dieses Video und das Video mache, ohne dass ich wirklich Lust hatte. Also wo ich mir so dachte, ja habe ich eigentlich gar nicht so Bock. Und dann wusste ich auch schon, okay, jetzt wird der Hype abflachen, weil ich halt so, ja, endlich Level 10, juhu. Weil ich halt einfach zu blöd bin, das so weiterzumachen, weil ich halt einfach keinen Bock habe. Und das ist halt immer so bei mir im Leben. Also ich wieg da ziemlich viel ab. So. Also ich sag dir ganz ehrlich, es ist für mich wertlos, wenn dein YouTube-Kanal läuft, aber du diese Richtung nicht mehr einschlagen möchtest. Es ist jetzt was anderes, wenn du einen großen Kanal hast und du merkst, okay, du könntest dadurch jetzt einen sehr guten Cashflow aufbauen und du verstehst es dann halt als Arbeit, finde ich persönlich komplett legitim, weil ich mir dann so denke, ja, gut, wo sollst du nochmal die Möglichkeit kriegen, an so viel Geld zu bekommen und damit kannst du dich später wiederum eventuell auch verwirklichen mit anderen Projekten. Ja, genau. Und genau, so sehe ich das persönlich. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du wirklich siehst, okay, das ist es nicht mehr. Die Leute haben Bock, du machst damit Views und das ist geil so hin und her. Aber in meinem Raum, wo ich da mich bewegt habe, ging es um 200 bis 400 Euro im Monat. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Und das ist für mich jetzt nichts, wofür ich sagen könnte, okay, das wird jetzt in Zukunft
damit kann ich mir jetzt da einiges finanzieren. Und da war so dieser Deal, wo ich mir dachte, okay, komm, lass mal stecken, du verdienst so auch deine 100 Euro damit, du musst jetzt nicht Sachen machen, worauf du keinen Bock hast. So. Ja. Muss man halt für sich selber wissen. Wie gesagt, ich verurteile es nicht, never change a running system. Es gibt Leute, die machen das, die leiden auch darunter, YouTuber, die machen das, damit es bei ihnen läuft und man kommt in so eine Spirale rein. Aber ja. Ich war ja nie auf YouTube an sich angewiesen und ich bin auch ein Mensch, der gerne arbeitet. Also so dumm, das klingt heutzutage ziemlich blöd, aber mein Traum war es nie, großer YouTuber zu sein. So, ich hatte immer YouTuber, die ich echt bewundert habe und die ich heute noch bewundere, denen bin ich halt auch ein bisschen auf den Sack gegangen. So. Vor allem vergangener Zeit, wo ich das Ganze noch nicht so ganz als das Game so nicht so verstanden habe und das sehr naiv alles noch gesehen habe, aber da geht es ja um Geld, um ganz viel auch für manche Leute. Aber mein Ziel war es halt nie, so ein riesen YouTuber zu sein, bin ich ehrlich. Also das ist, ja, weiß ich nicht, da hat halt jeder so seine Ansicht und viele konnten das ja halt nicht verstehen, dass ich mit meinem WoW-Hype da relativ schnell eine andere Fährte ein. Oh, ich glaube, du musst dich heilen. Das Problem ist, ich kann dich nicht mehr heilen, weil ich unabsichtlich. Okay, der wird dich schon nicht töten. Lauf keine Kurve. Oh Gott. Okay, jetzt geht er auf mich los. Jetzt brauche ich dich da wieder. Ich könnte geil, chargen. Geil. Wie in Retail, Infight chargen, Kappa. Ja, ich glaube, ich bin ja so ein bisschen ein König darin, mich in was zu verstricken und Dinge mehrmals zu wiederholen. Weil ich halt einfach frei Schnauze gern spreche. Aber wie gesagt, ich denke, die Quintessenz kann man da schon gut raushören. Ich finde, das ist auch wichtig, ganz ehrlich. Wenn manche Sachen einfach keinen Spaß mehr machen, ey, warum sollte man das überhaupt machen, ganz ehrlich? Vor allem, ich meine, du hast es ja auch gerade eben angesprochen, selbst halt große, etablierte, ich nenne es mal so Content Creator oder sowas, selbst die davon leben und keine Ahnung, ne, richtig Schmanni scheffeln, selbst die sagen manchmal, nee, sorry, ich habe keinen Bock mehr. So, weißt du? Und die haben dann teilweise einfach wirklich schon so eine Marke im Prinzip implementiert über sich. Ja. Selbst die sagen dann, ja, nee, sorry. Ich persönlich möchte ja, ich rede jetzt nicht ganz so gern über mich jetzt im Real Life und so. Ich lasse das immer so ein bisschen hinten anstellen. Ich habe hier ja meine Formate, WoW etc. Das sollte ja so dahingehend genügen, sage ich jetzt mal. Also ich müsste jetzt nicht mich persönlich da groß thematisieren, aber ich persönlich muss sagen, sehe YouTube nach wie vor, da ist nochmal Hogger, müssen wir aufpassen, als Spaß, als Unterhaltung. Ja. Das ist eine kleine Einnahmequelle, die man natürlich sich nicht, das möchte man natürlich nehmen, sicher, ganz klar. Kann man ja gebrauchen, wenn man schon dafür arbeitet, so gesehen auch. Das möchte ich ja nicht leugnen, aber es ist für mich nicht der Weg, den ich später mal einschlagen möchte. Also ich habe andere Pläne, wie ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Und YouTube ist definitiv finanziell so gesehen auch eine Möglichkeit. Aber so wie es gerade ist, also mit meinem WoW-Channel, finde ich das geil so. Und ja, das passt mir so. Also ich habe keinen Need jetzt unbedingt der nächste größte YouTuber zu werden, wenn sich eine Chance geben würde. Und ich finde Real-Life-Formate beispielsweise, die ich cool finde, so, dann würde ich dann dazu ja auch nicht Nein sagen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt muss man sich halt immer so, glaube ich, ein bisschen selbst treu bleiben. Das klingt sehr heuchlerisch, weil heutzutage ist es irgendwie auf dem Tagesplan oder zumindest auf der Tagesordnung steht, dass du auf YouTube auf jeden Fall mal ein kompletter Ehrenmann bist und alles richtig machst, denn sonst wirst du kritisiert. Und deswegen ist dieser Trend so ein bisschen, den ich jetzt beobachten konnte, entstanden, dass halt jeder mal moralisch unbedingt korrekt sein muss und politisch korrekt sein muss, um hier mal auf YouTube Fuß zu fassen. Zumindest ist es für mich so, was mir so aufgefallen ist, wenn du das nicht bist, dann bist du ein Heuchler. So, aber es ist für viele ist das halt ein riesen Business und da ist so manches halt nicht verwerflich, meiner Meinung nach. Ja, ich finde halt vor allem auch so, die Leute, wie oft ich auch schon in irgendwelchen doofen Kommentaren gelesen habe, so, ja, schön Clickbait fürs YouTube-Money. Das habe ich nie verstanden, ganz ehrlich. Weil wenn du mit YouTube Geld machen willst, sage ich mal so,
dann machst du nicht Videos über WoW. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, das ist halt echt, also, ich meine, damit, mit dieser Argumentation kann man das schon gut aus... Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier sterbe. Kann man das ich schon glaub, gut auskontern? Ja, ich glaube auch. Ich versuche mein Bestes. Ah, die Zeiten sind um, wo man abhauen konnte. RIP. Ich glaube, du schaffst es. Nein, jetzt drehen die sich zu mir um. Okay, Sind die noch lauf. Sind noch auf mir oben, oder? Nein, die sind auf die... Ja, du kannst sie eigentlich angreifen schon. Also nee, ist wieder alles fein. Okay. Da den einen, den schnappen wir uns noch. Das, so macht man das als Profi. Nee, um drauf zurückzuführen, es ist ja auch ein sehr sensibles Thema, oder? Also ich meine, auch noch heute fällt es vielen schwer, einfach ehrlich darüber zu sprechen. Ich meine, man muss das ja auch nicht. Also man muss ja nicht alles immer ansprechen. Wer zu offen ist, ist auch nicht ganz dicht. Sagt mein Großvater immer. Schöne Anekdote. Ja, keine Ahnung. Also das Ding ist mit dem Clickbait, viele Zuschauer sind da auch sehr... Also ich glaube auch viele Leute, also sehr, sehr viele Leute wollen auf YouTube auch so ihren Lebensunterhalt beziehen. So. Also ich glaube, das ist von vielen sehr, sehr krasser Traum. Und definitiv. Ich denke nicht, dass du gleich neidisch bist, nur weil du etwas kritisierst. Aber ich glaube halt doch, dass so ein Grundton herrscht auf YouTube, dass man halt, viele wollen das halt, viele haben halt so diesen Traum, der große YouTuber zu sein, finden vielleicht im Real Life halt auch einfach nichts, was sie befreit, so. Für viele ist das halt einfach so. Ich zum Beispiel, mich befreit meine Arbeit auch ziemlich. Also mich freut es, etwas zu schaffen, so, und weiterzukommen. Und manche finden das dann nicht und sehen das dann halt so in YouTube. Und wenn man dann wie wir, und ich sage hier, wir sind ja jetzt noch nicht riesen YouTuber, ich hatte mal einen großen Hype, wow, alles gut. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie da komplette Ahnung habe, aber ich habe zumindest gesehen, und ich glaube, nach oben offen passiert halt noch viel, aber die Dimension ist das, was halt dann eigentlich ähnlich bleibt. Also ich glaube, dass es nach einer Zeit sich nicht viel verändert. Du bekommst halt dann, du hast halt dann mehr Dezimalstellen, mehr Geld, was du verdienst. Aber grundsätzlich, denke ich, geht es jedem YouTuber oder halt vielen YouTubern so, dass sie an einem Punkt sind, wo sie halt sagen, okay, das macht mich jetzt vielleicht finanziell ziemlich unabhängig. Für manche langt das dann auch schon. Aber manche sehen dann halt auch, okay, aber ganz so zufrieden stellt es mich nicht, weil es halt einfach das Geld gerade ist. Aber dafür muss ich jetzt Brawl Star Content für Kinder machen, was lukrativ ist. Aber ich... Irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre dann noch niederschmetternder. Stell dir mal vor, du hast es geschafft, so, und dann bist du trotzdem nicht zufrieden. Ich glaube, da fällt es ja noch mehr aus allen Wolken, als wenn du es überhaupt gar nicht erst schaffst. Ja, und so das ist auch Influencer. Komplett. Und das ist halt dann auch, irgendwie bist du auch dumm, wenn du es nicht machst, weil in einem normalen Job bist du vielleicht auch gerade nicht, ich sage jetzt mal normal unter Anführungszeichen, wenn du da dann beginnst, Fuß zu fassen, bist du vielleicht nicht dein eigener Chef mehr und hast dann halt nicht die Möglichkeit und dann... glaube ich, deprimiert es jemanden, weil du bist schon wo gewesen, wo du in einer Position warst, wo man sich hinarbeiten muss und das erstmal schaffen muss. Und dann warst du unglücklich, wie du das angesprochen hast. Und dann hast du halt gar keinen Bock mehr, weil wenn du dann arbeitest, musst du nochmal in die Position kommen. Und wie viele Leute versuchen das gerade momentan, also wie jeder am Arbeitsmarkt. Oder man möchte ja grundsätzlich schon aufsteigen, Gehaltserhöhungen. Und ich glaube halt, dass halt die Jugend davon sehr betroffen ist. Also, dass die Jugend dadurch, dass ihre großen Idole, ihre YouTuber zeigen, wie sie ihren Lambo oder sonst was besitzen, dass die da so halt dieses Weltbild so ein bisschen verinnerlichen und... Ja, definitiv. Und man müsste halt den Leuten halt zeigen, hey, das sind wenige Leute, die es wirklich geschafft haben. Das heißt nicht, dass man es selber nicht schaffen kann, aber es ist schon wichtig, dass man sich selber auch einen Beruf lernt, Aussichten für die Zukunft sich sichert und sich nicht auf so Instagram, YouTube und sowas verinnerlicht, weil angenommen, man geht jetzt arbeiten, man kann ja auch nebenbei den ganzen Bums machen, bis es mal funktioniert. Man muss ja nicht immer gleich all-in gehen. Vor allem viele junge Menschen verbauen sich irrsinnig ihre Zukunft damit. Und das finde ich halt voll schade. So Schulabbrecher und so, ne? Das ist das Krasseste, was ich manchmal lese. So, ich habe aufgehört, mein Abi zu machen, weil ich will jetzt Instagram-Model werden. Ich bin so, okay. Ja, da könnte ich mich ziemlich verstricken. Also diese Folge ist halt zum Schluss, denke ich, so ein Special Real Talk unsererseits. Ich weiß nicht, also ich bin da
ich bin da zum Glück anders gestrickt, weil ich merke auch im Umfeld jüngere Menschen, die sind schon gefühlt Instagram-Rapper, so die da weißt du schon, mit denen kannst du keinen normalen Diskurs führen, weil die halt einfach keine Realität in sich tragen, so was das angeht. Ja. Und das finde ich so schade, weil dieses YouTube und Instagram, das suggerierte ja so ein bisschen, hey, du musst das eigentlich machen, weil finanziell ist es das Beste, was du machen kannst. Ja, ja. Und viele vergessen, dass Geld nicht immer alles ist. Das klingt so richtig kitschig gerade, aber es ist halt echt so, dass viele verstehen nicht, wie schön es sein kann, wenn man an etwas arbeitet und daran halt Gefallen findet und wirklich Spaß hat, dann ist halt der finanzielle Aspekt nach einer Zeit, wenn man das Richtige findet beispielsweise, auch noch etwas, was man ausbauen kann. So, man kann sich theoretisch selbstständig machen. Man muss nicht immer mit YouTube es schaffen, finanziell frei zu werden, was ja momentan, wenn ich mir YouTube-Werbungen sehe, ja ziemlich angesagt ist, dass du finanziell frei bist, aber... Ja, ich meine, denk nur mal an die kommt in die WhatsApp-Gruppe Werbung und sowas. Zum Beispiel, ja. Das finde ich halt, also, ich finde das persönlich echt schade, weil ich kann das nachvollziehen. Ich war damals auch mit 17 ein junger Spritzer und habe da über YouTube paar Überweisungen bekommen und ich weiß, wie schnell das so eine Überhand nehmen kann, dass man das über andere Dinge stellt und es soll auch so sein, wenn man merkt, okay, es läuft dann und man möchte gar nicht in die Schule und es geht einem auf die Nerven und man fokussiert sich erstmal darauf und das funktioniert und man hat Spaß dabei, dann sage ich da so, geh deinen Weg, mach das so. Das ist vielleicht auch der Grund, warum du es dann mit YouTube schaffst, weil du derjenige bist, der nicht in der Realität lebt und sagt, ja, wenn du in 10 Jahren, wenn du in 50 Jahren deine Pension hin und her, da ist es dann gut, weil man nur auf sich hört, aber in vielen Fällen finde ich das sehr schade, dass man das verlernt, auch einfach mal zum Beispiel in der echten Welt mal was zu leisten und dass man davon zumindest auch so ein Fundament zu schaffen, so, weißt du, so eine Grundlage. Ich meine, ich glaube, es würde niemand einem übel nehmen, wenn du es mal zumindest versuchst, so, ne? Ja. Da kannst du natürlich auch parallel, wie du gesagt hast, zum Job versuchen. Ich glaube einfach, in der aktuellen Generation oder das ist ja so dieser Zeitraum von so 10 Jahren, die ganzen Leute, die halt so jetzt mit der ganzen Sache zu tun haben, ich glaube, das ist einfach so dieser Get-Rich-Quick-Traum, so, weißt du, schnell reich werden. Und vor allem, wenn du halt sowas anguckst wie, weiß nicht, YouTube, Twitch, Instagram oder sowas. Ich muss auch sorry, das Hogger. Lauf mal lieber schnell. Ich glaube, vor allem dann, das wird ja, wie du schon gesagt hast, immer suggeriert, so, ja, hier, ich habe den nächsten Lambo, ich wohne jetzt plötzlich auf Madeira, whatever, so. Das ist ja der Traum von vielen Leuten und die machen das halt innerhalb von so 4-5 Jahren und natürlich wollen dann alle direkt, ich will der nächste große Influencer werden. Aber wie du schon gesagt hast, man muss einfach so diese Grundlage schaffen. So, ich glaube, so neben der Schule, neben dem Studium oder so, wenn du da versuchst halt Videos zu machen, zu streamen, whatever, ich glaube, das nimmt dir keiner übel, aber man muss es halt schlau angehen. Vor allem, guck dir mal die meisten großen Influencer an. Das sind alles schlaue Menschen. Die wenigsten haben eine Münze geworfen und gehofft, so, oh, hoffentlich landet es auf viel Geld. So, weißt du? Ja, also schlau im Sinne von wirtschaftliche Entscheidungen treffen, bin ich bei dir. Also ich sag das einfach straight mal so. Ich nehme das jetzt einfach mal so raus. Ich bin der Meinung, dass sehr viele Influencer nicht gerade die Schlauesten sind, bin ich ehrlich. Also, ne, ob die jetzt, ich meine jetzt nicht, dass es Professoren sind oder sowas, aber die haben, also ein paar haben auf jeden Fall schlaue Moves gemacht. Ne? Sei es auch nur, dass sie die richtigen Leute kannten, die richtig finanziell beraten haben oder whatever. Ja, das ist ein guter Punkt. Man sieht es ja auch an Montana Black, dass halt viele machen den halt immer so nach, so, der Typ ist so lost, bla bla bla. Aber jetzt überleg mal, schaust, der Typ hat eine eigene Art, ja, und das mag auch seinen Erfolg so ein bisschen widerspiegeln, aber jetzt überleg mal, so viele verstehen nicht, der Typ hat vielleicht eine bisschen ungewöhnliche Art für die meisten, aber was er halt vielen voraus ist, dass er richtige Entscheidungen treffen kann, also man muss da ein Verhältnis aufbauen, auch wenn der manchmal primitiv ist, heißt es halt nicht, dass der dumm ist, also gut, dass du das ansprichst, weil viele auch in, das habe ich oft schon gehört, dass der Montana Black so dumm ist, hin und her, aber
finde ich zum Beispiel gar nicht. Der ist halt wegen seiner Art eben so berühmt und hat richtige Entscheidungen getroffen und sein Lachen hat ihn nicht dahin gebracht, wo er heute ist, sondern weil er gute, solide Entscheidungen sich auch getroffen hat. Wenn du das damit halt eben sagen möchtest, ja. Ich kann mich vor allem noch an Zeiten erinnern, wo der komplett unterm Radar gelaufen ist, ne? Also da war der nur so, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war Montana Black das Anhängsel von Commander Krieger, falls es noch irgendeinem irgendwas sagt. Ja, klar. So. Und jetzt ist er halt jetzt ist er einfach der größte deutsche Streamer. What the fuck? Ja. Ich bin übrigens schon fertig. Ich weiß nicht, wie es bei dir... Okay, du bist jetzt auch fertig. Genau in diesem Moment. Ja, aber es ist nochmal ein schöner Talk, weil ich denke, sowas findet auf meinem Kanal selten Platz, weil halt auch einfach die Nachfrage nicht so groß ist auf Videos dieser Form. Ich habe sowas halt nie gemacht. Man muss halt sagen, meine ganze Community baut sich halt mehr auf schon persönliche Dinge auf, aber mehr auf WoW bezogen, weil wir halt damals, beziehungsweise halt ich damals schon viel über sowas gebracht habe. Also meinen Kanal habe ich nicht mit Real Talks aufgebaut, aber ich finde, das ist manchmal auch einfach mal wichtig zu thematisieren, auch wenn nur ein paar Leute das jetzt mitbekommen, so mäßig. Hinter den Kulissen so, das finde ich auch manchmal sehr interessant. Genau, was jetzt nicht heißen soll, dass ihr jetzt da, wenn ihr auf YouTube was findet und ihr glaubt daran, ich habe auch daran geglaubt, dass ich in WoW, sage ich jetzt mal, in den nächsten Jahren einen guten Channel aufbaue, dass da diese Passion hatte ich schon, ja, also ich wollte halt nie der nächste Monte sein, so, auch nicht in der WoW-Szene, so, aber man muss schon an sich glauben und ich will auch niemanden die Motivation nehmen, da können wir Ruhestand machen. Smart. Geil. Ja, ohne Scheiß, Big Brain Move. Das unterscheidet uns wieder. Das Alpha-Mindset. Ja. Das Alpha-Grindset. Schau mal, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das ist halt kontraproduktiv, so Folgen auf meinem Channel hochzuladen, aber es ist halt, ich freue mich in der Position zu sein, dass ich von YouTube nicht abhängig bin und demnach wirklich die Freiheit genieße, hier hochzuladen, was ich möchte, und wenn jemand das nicht geil findet, wenn das so gar nicht ankommt, dann hat man ja noch immer so die Community, weißt du? Ja, klar, ich kann das voll verstehen. Nee, so, aber was hält das? Ja. Jetzt machen wir zum Abschluss noch ein Duell. Ich meine... Oh Gott. Ich glaube, ich habe das letzte Mal meine Fähigkeiten auf Level 4 oder so gelernt, ne? Also. Ach so, ja, das ist bei mir auch so ein Thema, by the way. Deswegen, ich glaube, das ist auch nein. Immer gut als Tank im Duell. Oh, da willst du das Big Play. Ja, guck mal. Kannst du mich eigentlich unterbrechen? Nee. Deswegen, jetzt ist Kacke. Aber ich glaube, du gewinnst trotzdem, einfach weil du so tanky bist. Ich glaube, das ist der krasse Damage-Ausdruck, ich sag's dir. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt geht mir dann das Mana aus. Du haust halt härter zu, ne? Alter, du hast mich gerade mit 36 gekrittelt. Aber warte, guck mal jetzt. Ich glaube, du gewinnst aber. Yes! Okay. Da sieht man wieder, welcher YouTuber fake ist, meine Freunde. Da hat man schon wieder ein Duell. Die Moral des Zeltas geht ein Spaß. Also, an der Stelle, war ein cooler Real Talk. Ich glaube, wir beenden langsam die Folge. Jetzt sind wir Stufe 10,5. Du kannst dich da nochmal herstellen zu mir. Ich bedanke mich auch bei dir, Zeltas, dass du in dieser Videoreihe mit dem Paladin mit warst, vertreten warst. Sehr cool, habe ich mir echt nicht so gut vorgestellt, also bin wirklich beeindruckt, was man für einen Redefluss mit dir an den Tag legt und vor allem auch, wie du, was für Ansichten du über Themen hast. Möchtest du jetzt den Zuschauern noch letzte Worte auf den Weg mitgeben? Zuerst einmal nochmal danke, dass ich mit dabei sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht und, oh Gott, da will ich einer duellieren, glaube ich. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen zu dem Thema habt, gerne in die Kommentare und sonst, weiß nicht, schaut bei mir vorbei, abonniert The Leckes. Schaut auch bei Zeltas Gaming vorbei, er macht immer guten WoW-Stuff. Und ja, mit diesen Worten endet jetzt unsere Reise mit dem Paladin. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, vor allem wünsche ich euch noch eine schöne Woche und Zeltas, dir natürlich auch viel Glück im Pfad des YouTube-Games. Hey, Leute. Ja, dann würde ich sagen, wiederschauen und reingehauen, euer Zeleckis.